Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen, ja, die Chaos-Kampagne weiter. Die Feuer der Anbetung. Sie können die Aufmerksamkeit der Chaos-Götter schnell verlieren, wenn sie ihre Champions nicht regelmäßig Opfergaben darbieten. Auf Empfehlung von Akrist Vane hat Marus Vaikan, oder wie man ihn auch aussprechen mag, entschieden, einen Planeten für alle darauf lebenden Seelen zu opfern. Ist ja nett. Er muss nur noch entscheiden, welcher Planet es sein soll. Wählen Sie einen der von Ihnen kontrollierten Planeten, um ihn einen Chaosgötter zu überlassen. Das ist doch nett. Also, hier sehen wir gleich. Gaben des Chaos können verwendet werden, um eine besondere Vorteile zu erlangen. Sie können durch Abschluss bestimmter Ziele erlangen, indem sie Planeten den Chaosgöttern überlassen. Durch die zweite Option steigen die Bevölkerungskosten um 50%, okay. Nehmen natürlich bestimmten Planeten, der scheiße ist. Im Austausch gegen die Gaben des Chaos können sie Flüche der Chaosgötter zu ihrem Vorteil nutzen. Khorne's Zorn erlaubt ihnen, einen der feindlichen Flotten zu befehlen, ein verbündetes System anzugreifen. Ja, das ist ja geil. Mit den Nörgelfäulnis werden feindliche Schiffe dezimiert, während Slanische Lügen die Moral einer Flotte senkt und sie zwingt, ein benachbartes verbündetes System zu fliehen. Und, ja, den kann ich gerade, glaube ich, nicht aussprechen. Und der letzte, wie gesagt, schließlich dient dazu, Invasionen in einen anderen System zu beginnen. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Wir müssen erstmal gucken, welchen Planeten wir denn zum Opfern geben. Dämonische Werft, den brauchen wir schon mal. Rote Welt. Konstruktionspunkte. Hier gibt es erlaubt eine Raumstation. Na gut, den lassen wir mal am Leben. Biomasseüberfluss. Erhöht die Tyrannidenbedrohung im Sektor. Naja. Den opfern wir doch mal und tja, ich opfer den jetzt mal Khorne. The ritual has begun. The dark gods see your faith blazing like a star. Their gifts will surely follow. This is but the beginning, Malevolence. Soon all the sectors of the Aegis Ocularis will scream praise to Chaos. Ich glaube, das dürften wir jetzt aber nicht bei jedem machen, weil wir dann ja keine Punkte kriegen von den Planeten. Und gerade... If Chinchar brought into the embrace of Chaos, you should cast your eye further afield. What would you recommend, Malevolence? It would seem the Imperium are mustering a counterblow at Dorsia. Perhaps there. The skies are choked with wreckage. Imperial vessels will surely use the debris as a shield against our auspexes. The challenge is too much for you. Was I mistaken to choose you as a harbinger of the gods? I will lead the attack personally. Let the ruin of Dorsia send a message to those who would thwart mankind's ascension. Okay, Sondereinsatz. Was ist denn Dorsia? Da hinten am Arsch der Welt. Aber jetzt haben wir ja die Karte gerade aufgedeckt und wir sehen, hallo, wir sind umzingelt von Space Marine. Der braucht eine Flotte. Der erst rechts. Oder kann ich das Schiff mit dem verbinden? Nee, ne? Wie viele Punkte haben wir? 700. Das ist nicht viel. Eigentlich nichts.
Ah, diese Meldungen nerven. Weg. Wohl, das hätte ich gerne als Erinnerung nochmal naja. So. Hier ein Hellbringer. So, der hat schon Landungskapseln und so dabei. Wir nehmen gleich ein größeres Schiff. Ach, wir haben 0 Punkte. Das ist das Problem. Ah! Königs rekrutieren. Ja, das Schiff ist beschädigt. Verdammt. Da müssen wir die opfern, damit wir da was bauen können, oder? Ich bin mir gerade nicht so einig. Raumstation hätte ich gern. Also ich glaube, wir befestigen hier erstmal irgendwie unsere Basis. Zumindest hier, dass wir nur von einer Seite vielleicht angegriffen werden. Wir beenden mal den Zug. Und wir brauchen mehr Konstruktionspunkte. So, jetzt haben wir 3 Punkte. Könnten wir jetzt dafür vielleicht ein größeres Schiff kaufen? Unsere Kornflotte. Lanze. Der hat wieder Lanze und Makrobatterien. Was hat der denn? Er hat nur Makroläufer. Also wenn man natürlich schon einen haben, so als Flugzeugträger rum agiert, dann braucht man ja jetzt ein Schiff, was so ein bisschen rumballern kann. Raketenturm. Ja, dann nehmen wir doch den. Ist ja auch gleich ein bisschen größer. Der muss noch heilen. Dann hauen wir mal gleich hier einen auf die Nase. Ich will mal wissen, wie geil das Kornschiff ist. Wir könnten zwar eine Autoschlacht machen, möchte ich jetzt aber nicht, weil ich möchte wirklich wissen, wie toll das Schiff ist. Ich möchte mal so einen Nahkampf machen. Also 10 Einheiten, das dürfte echt hart werden. Ich glaube, wir hatten es schon mit den Tyranniden auch gehabt, dass wir irgendein größeres Schiff hatten. Das hatte aber keine 10. Das war irgendwie 6 oder 8. Und das hat auch schon ganz schön reingehauen. Die Schiffe sehen ja ganz schön fancy aus mit dem Totenkopf da drauf. Warte, müssen wir mal kurz gucken. Zerstören Sie jedes Schiff, machen wir. Also erstmal ganz viele Hörner und ganz viele Totenköpfe. Und dann dieser riesige Dämonenschädel. Ja, sehr interessant. Gut. Warum nicht, ne? Das kleinere Schiff ist auf jeden Fall das Schiff.
Spur ein bisschen vor. Setting course. Er müsste ja nicht direkt nebeneinander fliegen, ne? Das ist ja. We are unstoppable. Blutvergießer. Den hat man dann auch nur einmal. Reporting. Jetzt wieder Play drücken. Engines hot. Feuer frei. Enemy ship sighted. Ja, komm, mach seitlich. Ich will das zweite Schiff sehen. Genau. Dann. Moving to those coordinates. Komm mal ruhig näher ran. For the Warmaster! As the Warmaster wills! Das war der jetzt nicht, das war der kleine Mist. Und wieder verwechselt. Jawohl, ruf zu den Waffen und mal. Fires unleashed. Und noch mal ein paar Truppen hinterher setzen. Warp strike successful, Master. Lädt sich die Attacke wieder auf? Das ist ja, das wäre echt geil. Bin ich jetzt mal gespannt. Show us our victims. Der Kleine geht mir sowas auf den Sack. Bisschen auf den Sack. Set engines to full ahead. Hey! Cruising speed set. Das sah eigentlich nach einem Volltreffer aus. Ah, sollte sich nicht gelangweilt fühlen. So, ja, es lädt sich wieder auf. Cool. Das ist ja geil. Dauert jetzt 120 Sekunden lang. Kann ja mit leben. Er hat nämlich gleich keine Truppen mehr. Ach doch, ach, die sind noch da. Schade. Ah, wir sind in Überzahl. 4 zu 3. 3 zu 1. Jetzt aber gleich ohne. Ah, der kriegt ja von da nochmal Truppen. Enemy ship sighted. Also ich finde die Attacke finde ich cool. Aber die anderen müssen wir auch mal testen. Und jetzt bist du da, mein Freund. Dürfte ja auch nicht mehr allzu lange dauern. Slaughter them!
Das war jetzt nur mal so ein Testkampf, um zu gucken, wie geil das ist. Nächstes Mal machen wir da wieder einen Autokampf. Naja, schon so Kornberserker da mal rüberschicken. Die räumen dann auf. Ja, bloß die Ladezeiten hätten sie mal ein bisschen kürzen können. Agrarwelt, kleine dämonische Werft. Gabe des Nurgle würde 4 geben. Oh, wir haben hier noch Punkt. Warp-Antrieb. Wenn der Schild des Schiffes vollständig aufgefüllt ist, erleiden alle feindlichen Schiffe in einem Radius von 4500 Einheiten einen Moralverlust von 75%. Das wäre natürlich in der Kombination cool, wenn du diesen Mikro- oder Makrosprung hast, quasi. Einfach einen mit vollem Schild nah ran an den Feind quasi, kriegt er dann erstmal Moralverlust und dann schön irgendwo ein reinsemmeln bei geschwächte Schiffe. Könnte ich mir das schon cool vorstellen. Ja, erhöht die Geschwindigkeit. So, bei der Ausführung einer Interaktion wird die Chance auf einen kritischen Schaden um 20% erhöht. Gilt für Schiffe mit Start- und Landebuchten. Die Abklingzeit von Geschwadern und Torpedos wird reduziert. Dämonischer Blick der Malus auf die Genauigkeit von Makro wird halbiert, wenn von jenseits der mittleren Reichweite gefeuert wird. 9000. Nasser Rumpf. Ich finde das mit dem Schild nicht verkehrt hier. Mit dem Moralverlust. Aber na klar, die knallen natürlich schießen auf dem Schild, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob ich das jetzt gleich ein rausgeschmissener Punkt ist. Ach komm, machen wir. Wir haben nur eine Verbindung zu dem System. Aber hier ist doch noch auch irgendwie. Da geht nur links weiter, okay. Die werden schon ein bisschen knackiger. Wir haben keine Punkte. Das ist ja mit den Punkten gemeint, dass ich länger zum Aufladen brauche. Plage des lebenden Metalls. Habe ich da noch einen Punkt zum Upgraden? Nee, ne? Wenn, dann würde ich das mit der Interaktion nehmen. Ne, da haben wir gar nicht. Okay. Salograd Stufe 2 sind wir dann einfach. Minus 39, also wir machen mehr Verlust als Gewinn.
Na, die befestigen sich. Ah, das verschwindet, die Gabegeschichte. Oh, oh, das hätte man doch vielleicht anfangs machen sollen. Hm? Ich würde trotzdem hier erstmal... ein bisschen Verteidigung haben und dann kriegst du... ein neues Schiff. Und dann sind wir gleich pleite. Oh, 5 Jahre später. Das ist ein Slaughter. Das heißt, wir brauchen ein Schiffchen, was uns ein bisschen Truppen gibt. Hier sowas. Ist gekauft. Zack, fertig. Hast du repariert? Ja. Und wir brauchen irgendwas, um mehr Geld zu bekommen. Jetzt sind wir bei Pleite. Konstruktionspunkte sind zwar auch immer teuer, aber wir brauchen wirklich ein bisschen Geld. Hm. Die könnten quasi den Punkt da einnehmen. Und 400, 800 Punkte. Ein System nach dem anderen, nicht so viele auf einmal. Weil das sind hier gerade die stärksten eigentlich. Gut, mit Korn. Ah, da freue ich mich drauf. Was habt ihr so anzubieten? 551. Na komm, das kriegen wir noch gerockt. Und haben sogar noch Reserve. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt ein großes Schiff in die Reserve packt. Ein kleines wäre mir lieber. Und es ruckelt schon wieder. Warum ruckelt das immer hier bei diesem Anfangsszenen? Vielleicht liegt es an meiner Grafikkarte. Ich habe nur eine 1070, ist nicht mehr das Beste. Ich brauche einfach einen neuen Rechner, glaube ich. So, zerstören Sie das Schiff. Machen wir doch lieben gern. Das Corny-Schiff ist nicht dabei. Doch, das Korn-Schiff ist dabei. Das muss nach ganz vorne. Vier Signale. Kommen wir alle in den Nebel rein? For the ruinous powers! Oh, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was dabei, mit dem wir arbeiten können. Dämonisches Ritual stellt je nach Schiffgröße Truppenersatz bereit. Ach so. Ersatz? Das heißt, wenn wir Truppen verloren haben, können wir dadurch quasi wieder neue Rekruten kriegen. Das ist cool, bringt aber wahrscheinlich das Schiff mit. Show us our victims! Nee, das ist nicht das Kornschiff, was es mitbringt. Your orders! Es ist eine allgemeine Fähigkeit. Nee, technisch. Unser Held macht das, okay. Muss man erstmal wissen. 4 Signale trennen sich. Oh.
Show us our victims! Ja, das Abfangfeuer sollte es ja eigentlich bereinigen. Vor allem sieht voll fett aus mit diesem Abfangfeuer hier. Oh, da. Das ist schon weg. Scheiße. Ahnung. Sieht sehr echt eng aus. Ah, scheiße, wir haben ja automatisches Ziel erfassen, ne? We'll follow your command. For now. Schön reinfliegen. Nein, er fliegt raus. Enemy ship sighted. Ne. Feuer. Super. Das erste ist schon mal Geschichte. So, kürzere Makro-Reichweite und seitlich Feuer. Enemy ship sighted. Ein bisschen eng hier. Break them. Hol dir mal ihmchen. Wo ist das Kornschiff? Enemy ship sighted. Ja, das Kornschiff will ich hier auch haben. We stand ready. Your orders. Und Feuer. Enemy ship sighted. Jawohl. Doomfire's unleashed. Kriegen Sie es mal hin da? Your orders. Doomfire's unleashed. Na, der eine ist gleich Geschichte, der kriegt auch nochmal ein bisschen was. Und ihr sollt euch alle nicht langweilen. Schön in den Nahkampf. Boarding attack successful, Master! Oh, der dreht um, der dreht um. So sieht's aus, meine Freunde. So, mal ein bisschen mitnehmen, den Typen. Oh, den nehme ich nicht mehr mit. Scheiße, er kann nicht mehr abhauen. Er muss reparieren. Hier, halten wir den mal ab. Der muss weg. Ja, holen wir mal ein paar Leute drauf. Wir stehen bereit. Das ist das Spawnschiff, dann dass er hier sich zurückziehen kann. Super, Rückzug. Reporting! Blitzschlag, zack, rüber. Ah,
vengeance will be ours next time. Dead claws away! Huh. Alter, das sieht auch nicht gut aus. Das Spawnschiff. Treibendes Wrack. Aber bevor das explodiert, schießt man lieber auf was anderes. Und das habe ich mir schon gedacht. Weg, 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 weg. Weg, 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 Jungs. Boah, war das knapp. Normal, Energie und weiter. Ist auch schon fast im Arsch. Die letzten Truppen sein für das andere Schiff. Da sind auch alle gut in Mitleidenschaft geraten hier. Enemy ship sighted. Our minions rampage through their ship. Reporting. Show us our victims. Gut, jetzt auf den letzten. Das sieht echt nicht gut aus mit dem Kornschiff. Oh doch, jetzt haben wir nochmal hier. Noch ein bisschen Spaß. Und das gefällt mir nicht. Los, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Scheiße. Ah, es hat auch seinen Kollegen erwischt. Reparatur und zu den Waffen. Meuterei, es gibt's nicht. Enemy ship sighted. We stand ready. Feige Schweine. Your orders. We stand ready. Die meutern immer noch. Na los, den letzten schafft er auch noch mal. Ein bisschen vorspulen. Sollte auch kein Problem sein hier. I cannot master. So. Klarer Sieg, aber... Wir hätten mal das Mal von Nurgle haben sollen, ne? Die halten ja besser mehr aus. Also bei den normalen Tabletop haben die den größeren Widerstand. Wird es wahrscheinlich hier auch so sein. Aber wir haben alle unsere Schiffe behalten. Das ist wichtig, damit die Erfahrungspunkte kriegen und sich verbessern. So. Die Welt bekommt man von mir jetzt. Slanisch lassen wir weg. Soll ja jeder glücklich werden. Punkte. Sind noch ein bisschen im Minus. Wir müssen das irgendwie noch umdrehen, damit wir zumindest bei 0 Punkte bleiben.
Ironische Werft. Hilft nichts, dann müssen wir ab zur nächsten. Zur nächsten Welt. Können die noch mal springen? Können sie nicht mehr. Melden wir mal den Zug. Uiuiui, jetzt haben wir da 700 Punkte. Na, fast repariert. Egal, greifen wir an. Aber jetzt machen wir mal eine Autoschlacht. Ultramarines. Ah, die würde ich am liebsten auseinandernehmen, aber... Machen wir Auto. Was ist denn hier passiert? Das Schiff kann sich erst am Ende des nächsten Zugs des Spielers zurückziehen. Ist der abgehauen oder was? Feiger Kornkrieger. Der war auch. Nee, es ist das Schiff von meinem Helden, Mann. Das bringt noch ein bisschen mehr Korn. Das ist also die Kornalter. Ach, deswegen. Ja gut, dann machen wir doch gleich hier. Freut sich Korn. Ja, wir haben immer noch 31 Taler, sind bei Minus. Erzeugt Korruption pro Runde. Ich glaube, Korruption ist hoffentlich Taler. Ja. Jetzt sind wir nur noch 11 im Minus. Gut, und der Sektor gehört schon fast uns. Das letzte, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, sind diese Schiffe. Ja, die haben 800 Stärke, das ist nicht wenig. Die sind eher null Problemo. Da müssen wir mit allen drei Flotten angreifen. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Gut, wenn es wie gesagt euch gefallen hat, unterstützt das Chaos mit einem Like oder einem Kommentar. Ansonsten haut rein. Ciao.